Vom Forum rechts oben auf der Hügelkuppe gelegen, sollte man eigentlich einen wunderschönen Ausblick haben auf unser kleines Städtchen. Habt ihr aber auch. Willkommen, ihr seid Zuschauerinnen und Zuschauer hier und könnt mir über die Schulter gucken. Macht euch das eigentlich Spaß, was ihr hier seht? Eventuell auch Lust darauf, selber zu spielen. Ich gebe euch gerne nochmal den Hinweis, auf der Steam-Shop-Seite gibt es mittlerweile, also Ende August 2024, eine Demo, die genau dieser Version entspricht, die ich ein bisschen früher bekommen hatte. Die ersten beiden Missionen sind erhalten, sind drin. Falls ihr die selber schon spielt oder auch nicht, schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein. Eure ersten Eindrücke. Juckt es euch in den Fingerchen selber zu spielen? Seid ihr der Meinung, nee, es ist eher ein Spiel. WB zugucken gerne, aber mehr muss ich nicht machen. Oder beides oder was auch immer. Bin wie immer etwas neugierig. So, Geld fließt mittlerweile in rauen Mengen, unter anderem deshalb, weil wir Wein exportieren. Und ich finde, das ist eine coole und gute Geldquelle. Da kann man noch was drauflegen. Denn hier vorne seht ihr, dass wir eigentlich noch viel mehr verkaufen können an Wein. 40 verkaufen wir im Augenblick, bis zu 75 könnten wir verkaufen. Wir haben ein Überangebot an Trauben im Augenblick, den wir zu Wein umproduzieren. Wir haben im Augenblick plus 76 Wein die ganze Zeit. Aber wir können dann jetzt schon einfach mehr verkaufen. Klar, wir brauchen so ein paar Vorräte. Wir sagen mal 60 verkaufen wir, aber haben wir auch eine Mindestmenge eingestellt. Nur alles über 101 wird verkauft. Auf jeden Fall haben wir gleich noch mehr Geld. Und Getreide verkaufen wir auch. Da haben wir auch ein dickes Plus. Alles gut. Immer mehr Geld. Sehr schön. Brauchen wir auch. Die Bürger verlassen die Stadt, weil es zu wenige Arbeitsplätze gibt. Ja, ja, ja. Aber so ein bisschen Überangebot an, so ein bisschen Arbeitslosigkeit ist, sagen euch viele Volkswirtschaftler in der Moderne, ist klug, weil dann die Wirtschaft sich weiterentwickeln würde und hier wäre es so stressig. Wenn wir immer ein paar Stellen hätten, wo man nicht wüsste, wohin, besser so. Hiervon ist ein Feuer ausgebrochen, das ist witzigerweise direkt neben der Feuerwache. Also ich finde es witzig, die Betroffenen möglicherweise nicht. Ja, alles gut. Wir haben hier eine Feuerwache, alles fein. Wir gehen nochmal raus auf die große Karte und irgendwo muss man noch weiterziehen können, hier unten zu der Stadt. Ach, da muss man wahrscheinlich sich hier erstmal durchkämpfen, ne? Wir ziehen einmal hier runter. Das ist wahrscheinlich einer der nächsten Schritte im Tutorial, dass man auch Truppen herstellen kann. Nächster Schritt, eine Therme bauen. Damit fangen wir an. Das ist hier vorne über Unterkünfte und Dienstleistungen. Und die Therme sorgt für mehr Gesundheit, können wir errichten. Zentral, oh, ist die groß. Die hat einen schönen, großen Einzugsbereich. Können wir den hier hinsetzen? Ja, geht. Dann einmal hier hin, bitte. Okay? Ganz links ist ein Haus, das ist nicht betroffen. Ist mir egal. Hier vorne hin, bitte. Eingang nach unten hin. Einmal so. Steht jetzt ruckzuck über Zeit. Oh, nun Dominus, also ich, Dominus Bullus oder wie auch immer. Oh, jetzt müssen wir den Blick Richtung Götter richten. Das ist unser neuer Religionsberater hier. Es gibt etliche Götter hier, ähnlich wie bei Caesar 3. In der Pharao-Reihe kennt ihr schon, Götter werden schnell eifersüchtig. In dem soll man bitte einen Tempel geben. Außerdem kann man Feste, das ist ja wie in den großen Sierra-Impressions-Vorbildern. Man soll Feste ausrichten. Je länger die zurückliegen, desto schwächer ist deren Effekt. Auf die Gunst des Volkes, im Detailfenster der Fenster, der Tempel können wir die errichten, machen wir. Und dafür haben wir eine extra Götterübersicht. Sechs Götter. Bau kostet Geld. Ziegelsteine braucht man, der ist sehr viele. Und die müssen wir jetzt alle zentral irgendwo machen. Ja, komm, machen wir. Wir haben ja mittlerweile alles so ein bisschen aufgedehnt. Das heißt, hier nochmal zwei Arbeitslose rein. Wir gucken mal, ob wir die zentral in die Mitte platzieren können. Zwei Tempel soll man bauen. Spiel meint, zwei reicht. Dann bauen wir einen Tempel für den Kriegsgott Mars, weil wir eben auf der großen Karte gesehen haben, dass wir gleich die Leute da zerschmettern sollen. Vielleicht brauchen wir sogar wie bei Pharao, da war das, glaube ich, so, wenn man viel Glück hat und dem immer in den Allerwertesten gekrochen war,
dem Kriegsgott bei Pharao, dann braucht man beim klassischen Pharao-Game unter Umständen gar keine Truppen. Der hat die Truppen dann, die Feinde auch so vernichtet. Ein Marstempel. Ja, hier hin. Hier vorne hin. Hier hin. Hier hin und alle sind so halbwegs versorgt, okay? Hier in die Mitte hin. Das Gebäude verschiebe ich mal. Einmal hier hin verschieben. Hier vorne jetzt Tempel hin, bitte. Einmal für den Mars. Ja, ihr merkt, das sind jetzt keine 3x3 Gebäude mehr. Da müssen wir ein bisschen tricksen. Einmal, kann man den eigentlich auf die Straßen draufsetzen? Tatsächlich. Wir könnten Straßen überbauen. Das möchte ich natürlich nicht. Eingang ist unter dem Aquädukt, beziehungsweise unter der Rohrleitung, nein danke. Lieber hier vorne, ein Tempel bitte. Zweiter Tempel, Jupiter. Daneben, aus Platzgründen, oder dahinter. Dahinter, Seite an Seite, ich mache mal die Straße dazwischen hier weg. Und wenn ich die wegmache, wie ist denn dann hier die Durchfahrt? Gucken wir uns mal an. Einmal Jupiter daneben. Oder auf die andere Seite hier hin. Hier geht's auch. Einmal hier hin. Ja, hier vorne hin. Hatte den Eingang auf die Rohre, will ich ja nicht. Einmal so. Da ist der Tempel. Einmal Straße ziehen. Jetzt nicht so ideal. Wisst ihr was? Wir arbeiten mal mit Dekos. Die können wir ja auch schon errichten. Wir sollen, ja, also alle Götter sollen halbwegs gleich viel Tempel bekommen. Wir wollen einen entscheidend pushen. Religionen gibt es im Verwaltungsfenster zu verwalten. Götter sind arrogant und ganz schnell eifersüchtig zu machen. Wir können den Göttern im Pantheon sogar selber einen Besuch abstatten. Das machen wir gleich mal. Das ist das Götter. Da leben die Götter. Da gehen wir gleich mal gucken. Aber erstmal tüftel ich noch ein bisschen hier an Deko rum. Das ziehen wir einmal hier rein. Und jetzt mache ich Folgendes. Hier war irgendwo ein Dekofenster. Ja, wir können Ziersträucher setzen. Kolonnaden machen an den Seiten, um die Straßen und Wege zu schmücken. Erhöht die Attraktivität des Gebietes. Säulentore, Säulentempel, Gärten setzen. Wir fangen mal an, wir können mit Gärten anfangen. Hecken können wir setzen. Auch sogar auf die Straße, aber warum? Ich setze mal Bäumchen. Hier, Brunnen. Kleine Brunnen. Zwei quadratische Brunnen. Einer hier, einer dort. Und wie sieht's aus? Sehr hübsch. Und hier innen drin laufen die Leute rein und beten. So muss es sein. Tempel des Jupiters. Keine Arbeitskräfte vor Ort. Wir können Feste machen. Was opfern wir da? Sind das Zwiebeln, Früchte, Gemüse, irgendwas, das wir nicht haben? Fleisch später für die großen Feste. Und das sind die verschiedenen Opfer, die man machen kann. Ich hoffe sehr, dass man hier keine Menschen opfert. Darüber möchte ich jetzt mal nicht nachdenken. Also ein Tempel, zwei Tempel, ein Blick ins Pantheon. So, jetzt wissen wir alles über die Götter. Jetzt können wir uns den Status, also unser Verhältnis zu den Göttern hier anzeigen lassen. Wie viele Tempel sie haben, wie lange sie kein Fest hatten. Erreichen wir die höchste Stufe der Gunst eines Gottes, segnet er uns. Also wir bekommen einen Bonus mit anderen Worten. Oh, guck mal. Eventuell laufen die Götter sogar in eigener Person, in riesiger Gestalt durch die Straßen unserer Städte. Okay, jeder Gott gibt seinen eigenen Bonus, seine eigene Segnung. Götter können auch wütend werden. Und wenn sie besonders wütend sind, ach, dann kommen sie bei uns in die Stadt. Das heißt, eventuell bin ich froh, wenn sie nicht kommen. Das sind die verschiedenen. Ceres, da haben wir noch nicht für gesorgt. Apollo, das ist Pluto, der Gott der Unterwelt. Jupiter, der Götter Papa. Das ist Mars. Mars ist verärgert. Warum ist er denn verärgert?
Wir bauen ihm einen Tempel und schon ist er verärgert. Krass, wir wollen ihm wirklich schnell einen. Ganz schnell wieder raus. Ganz schnell wieder in die Siedlung rein. Und ich stoppe mal kurz erschrocken die Zeit. Wir gucken mal. Was brauchen wir, um ein Fest zu feiern? Was ist denn das hier? 30 von irgendwas? Was ist denn das für eine Ware? Vergleich das hier mal. Irgendwas mit Essen sicher, ne? Das hier. Fischfilet. Für ein großes Fest, für ein kleines nur Karotten. Karotten sollen Möhren reichen. Wir bauen mal schnell einen Möhrengarten für den Kollegen. Und das hier vorne ist die Lebensmittelherstellung. Das ist der Karottengarten. Den packen wir hier rein. Einmal drehen bitte. Da ist er. Leute reinschicken. Oh, arbeitslos. Wir haben nicht mehr genug Leute hier gleich. Schnell noch ein weiteres Haus daneben bauen. Können wir auch hier oben hinsetzen. Ja. Das ist der Wasserzugang. Der reicht groß und weit. Markt nur bis hier. Einmal ein Plebejerhaus hier vorne hin, bitte. Da ist es. Jetzt haben wir gleich wieder ein paar Arbeitskräfte mehr. Die Trauben können nicht weiter gelagert werden, weil der Getreidespeicher randvoll ist. Ja, wisst ihr was? Wenn wir ohnehin riesigen. Was wird alles gelagert? Wahrscheinlich immer viel zu viel Weizen. Ich mach mal bei den Weizenfeldern. Gehe ich mal auf 2 Leute runter. Dann haben wir immer noch ein leichtes Minus. So, mal ein kleines Plus. Unfassbar viel Trauben. Hier sparen wir mal Arbeitskräfte. Früher oder später brauchen wir 2 Getreidespeicher und wir müssen das mal ein bisschen voneinander splitten. Sonst wird das hier nichts. Oh, wir haben schon jede Menge Karotten. Können wir schon ein Fest durchführen für ihn? Hier oben, ein kleines Fest, halber Tag. Und schon mager uns etwas lieber, das war knapp. Wir sollen Ceres, einen Segen für Ceres auswählen. Okay, wo ich gar keinen Tempel gebaut habe. Sie hat mich aber lieb. Jetzt kommt sie in die Stadt rein. Cool. Sie springt rein, da ist sie ja. Wunderbar. Und nun? Was ist ihr Segen? Ah, sie läuft rüber zu unseren Bauernhöfen. Springt hin und her und pusht die, damit unser Lagerhäuser und Getreidespeicher, unsere Getreidespeicher noch mehr, mega cool, noch mehr aus allen Nähten platzen. Also ganz schnell noch einen weiteren Getreidegarten bitte bauen. Einen Getreidespeicher. In den Bereich hier daneben hin, hier vorne bitte. Unterkünfte aufwerten. Die Häuser der Plebejer und der Patrizier haben Bedürfnisse, die erfüllen wir, ich weiß. Je höher die Stufe, desto mehr Leute finden drin. Leben doch drin, das grenzt ja schon an Anno. Und wenn es die Patrizier sind, gibt es auch mehr Geld für uns. Sie brauchen nicht nur Lebensmittel, wir müssen die Umgebung der Häuser schmücken. Sind hier attraktiver? Dann Level Up. Und hier unten ist Level Up, gerne. Da müssen wir noch gar nicht mehr Häuser bauen hier. Dann gucken wir mal, ob wir die aufbrezeln können. Entschuldigt bitte, ganz schnell einen Bonbon. Ist das der Fluch von Mars hier? Ein Bonbon ist noch da. Hier, Räume der nächsten Stufe 8. Können wir denn einmal aufbrezeln? Noch nicht, ne? Und die können wir auch noch nicht aufbrezeln. Werte die Häuser von 2 Plebejern auf Stufe 3 auf. Noch geht's nicht. Bauen wir denen mal ein paar coolere Straßen hin, ne? Gärten, Plätze, was auch immer. Mache ich jetzt mal. Oh, erstmal müssen wir hier oben auch Leute reinschicken. Ich wollte das Lagerhaus hier noch hinsetzen. Oh, nicht dicht genug an die Straße rangebaut. Einmal schieben, einmal bauen. Leute reinpacken. Sehr schön, klappt. Funktioniert bestens. Einmal schnell unsere... Ja,
der kann hier nicht reinziehen. Wir brauchen ja noch Truppen. Wie auch immer. Die Häuser von zwei Plebejern auf Stufe 3 aufbrezeln. Das hier vorne sieht eigentlich ganz gut aus. Lass uns mal versuchen, ob wir hier die Attraktivität steigern können. Mit jeder Menge Brunnen zum Beispiel. Wir bauen hier Kolonnaden. Verandator mit Bögen an den Seiten, um die Straßen zu schmücken. Säulentempel, Gärten. Oh, wie hübsch ist das denn? Schaut mal. Und die kann man anscheinend auf die Straße setzen. Wir testen das mal. Ja, schaut mal da. Und oben seht ihr, was das bewirkt, wie die Attraktivität dadurch steigt. Cool. Das ist einmal hier, bitte. Einmal daneben. Wie sieht das eigentlich aus hier? Mit... Ah, das sind so Kreuzungen. Und das wären keine Kreuzungen. Ich baue mal ohne Kreuzung daneben. Ach, das sind so kleines Stückchen nur. Alles klar. Noch eins daneben. Und können wir die jetzt schon aufwerten? Erforderliche Attraktivität 10% und die hatten 3 und 4%. Dafür ist das da, okay? Dann mal schauen wir mal, ob wir hier das woanders auch noch machen können. Brunnen. Wie weit reicht die Reichweite der Brunnen? Sehr weit. Und Gärten? Auch schön weit. Okay. Und die Brunnen noch weiter, ne? Brunnen sind ein super Boost. Setzen wir ein paar Brunnen hier daneben hin. Ein Brunnen, zwei Brunnen. Ich hau mal 1000 Brunnen raus hier. Einer hier vorne hin. Vielleicht können wir sogar die Kolonnade hier runterziehen. Ja, geht. Wir können richtig kleine, hübsche Dinge basteln. Ein Säulengang, der hier lang führt. Gehen die, laufen die Leute dann da überhaupt lang, da drunter? Wir machen stattdessen Gärten. Ein Garten, zwei Garten, drei Garten, vier Garten. Und dann noch einen kleinen Brunnen in die Mitte. Sehr hübsch, klasse. Was wir jetzt noch als nächstes machen? Häuser aufbrezeln. 25% Attraktivität, Thermen, ja. Und wo ist das Level Up? Wertet die Häuser auf das Stufe 3 auf. Wie geht das? Mal kurz im Tutorial nachgucken. Das war hier. Dann kann man auch steuern. Bla 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 bla. Segnung, Bestrafung der Götter. Ansehen und Fortschritt, Zustand der Stadt, Kamerasteuerung, es muss irgendwo ganz unten sein. Verteidigung kommen nachher noch. Demnächst werden uns Feinde angreifen. Da geht es um Kämpfen, Schlachtaufstellung, Schlacht beginnen, Truppen aufstellen, Waffenunterkunft aufwerten. Also wir haben in dem Bereich Housing Level. Ja, das hatten wir uns ja gerade angeschaut. Und wie levelt man auf? Irgendwo hier unten. Die steigen von alleine auf. Das ist schon die höhere Stufe. Wir leveln die von alleine hoch. Jetzt wollen die noch andere Dinge haben. Es ziehen Leute rein. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall brauchen die jetzt noch weitere Waren. Vielleicht müssen jetzt müssen wir denen erstmal die weiteren Waren liefern, damit die dann aufgelevelt werden können. Das könnte auch sein. Ich baue erstmal die Deko hier überall zu Ende. Und dann liefern wir ihnen Zwiebeln, ne? Mann, Mann, Mann. Einmal Deko zu Ende bauen. Hier wieder rein. Geht das so? Ja, kann man machen. Dann da unten hin weiterbauen. Die kleinen Stückchen. Ich weiß, ihr würdet selber vielleicht anders bauen, aber ist jetzt halt so.
denn hier vorne noch weiter? Überall aufbrezeln, bitte. Kann man die... Ah, da geht das nicht. Okay. Und? Docken die da automatisch an? Irgendwie nicht, ne? Das heißt, den müssen wir einmal wegmachen, damit das schick aussieht. Da war wieder die Deko. Die gehen da wieder an die kleinen Stückchen ran. Und das sollte jetzt gehen, ne? Ja, da bauen die automatisch die Ecken. So muss es sein. Das ist einfach, wir brauchen gar nicht diese Zwischenstufen, wenn wir ja einfach diese Dinge ja so lang ziehen, bitte. Ah, Eingang zum Markt. Wir ziehen mal hier unten hin. Entschuldigt bitte, das reicht. So. Also ist ein bisschen, sieht nicht ganz nach römischer Planstadt aus, aber geht. Jetzt brauchen die Zwiebeln. Karotten bekommen die schon. Und verbrauchen die in rauen Mengen. Okay. Das heißt, wir brauchen als nächstes Zwiebeln. Lebensmittelherstellung, haben wir genug Arbeitslose? Ja. Viele neue Leute, die hingezogen sind und die Zwiebeln waren hier vorne. Die setzen wir hier daneben hin, drehen einmal wieder. Lebensmittelspeicher war da auch irgendwo. Einmal Zwiebeln bitte. Ja. Leute zuweisen, vier Stück. Vier Stück, vier Personen. Ich rede über Menschen wie über Waren. Und Zwiebelproduktion ist jetzt wie groß, wie hoch? 100 Mengen. Gigantische Mengen. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ja, und? Zwiebeln kommen sicher bald an. Wir müssen Momente abwarten. Die müssen erstmal geliefert werden. Sind alle Götter halbwegs zufrieden? Ja, komm, geht schon. Ja, keiner motzt. Immer neutral. Alles gut. Wieder runter. Und 25% Attraktivität nötig für den Aufstieg. Jetzt wollen die 40% haben. Die Plebejer, und was wollen die als nächstes haben? Oder sind die schon... Ah, eines ist auf Stufe 3 schon aufgebrezelt. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Woran sieht man, auf welcher Stufe das ist? Wohnsituation 3 bis 6. Einmal abwählen, das ist auf jeden Fall das Schickste. Woran sehe ich, ob das ein Stufe 3 Gebäude ist? Auf jeden Fall in Waren. Und dann geht es weiter zur Stufe 4. Gibt es hier irgendwo einen Tooltip oder irgendwas? Auf jeden Fall level die von alleine auf. Okay. Sind wir mal das hier noch schicker? Jetzt, ja, die müssen. Wir brauchen mehr Märkte. Ich glaube, die werden nicht schnell genug beliefert im Augenblick. Wir haben einen Markt hier unten. Ich denke mir, die Belieferung reicht im Augenblick nicht aus. Oder wir haben noch, denn die Karotten sind ja da, auch im Lager da, wie ihr seht. Der Weizen ist auch im Lager, wir brauchen noch einen Markt. Auch wenn der in Reichweite war, ich vermute vor die Anzahl der Leute, die dort arbeiten, dass das nicht ausreicht. Ja? Je zentraler, desto besser. Ein Markt hier unten, einer da, dann brauchen wir dreiecksförmig hier oben noch einen hin. Einer hier vorne hin. Mhm. Das heißt, ich hätte gar nicht so unglaublich viele Häuser bauen müssen. Wir hätten das auch super sportlich gerade auf anderem Wege klären können. Symmetrie. Und die Ästhetik des kleinen Mannes. Mhm. Jetzt noch Leute hier reinschicken. So viele wie geht. Guck mal, das Plus da oben. Wow. Heftig. Das sind die Patriziersteuern, weil wir so viele Patrizier hier haben. Brezeln die sich... Ah, die Patrizier aufzuleveln, bringt sogar noch viel mehr Geld ein. Brot brauchen wir als nächstes. Und, was ist das? Melonen. Melonen geht ganz zügig hier unten. Jetzt sind wir im Flow. Jetzt kommt eine Sache zur anderen. Ein Melonengarten. Oh, Waffen.
Eigene Armeen, Ausrüstung, Kurzschwert, Schild, Bogen, Panzer machen wir beim nächsten Mal. Einverstanden?